So, da, ja, jetzt haben wir nur mit deinem Kirchschlag einen kleinen Nachtrag. Das ist die Skipiste, die Hauptskipiste, wo man heutzutage noch Skifahren kann. Die ist jährlich in Betrieb, wenn es das Wetter halt zulässt. Und jetzt habe ich noch die Einstiegsstelle vom alten verlassenen Schleppschiff gefunden. Ja, und das schauen wir uns in dem Video noch etwas näher an. Also sozusagen ein kleiner Nachtrag vom 18. Teil. So, Servus hier von einem kleinen Nachtrag zu der Folge 18 der Lost Places in Linz-Serie. Ja, wie sich da noch einige vielleicht daran erinnern können, war ich ja bei den verlassenen Schleppliften hier in Kirchstark. Damals im Herbst haben wir ja von einer Kuhherde aufgehalten worden. Jetzt sind die nicht mehr da, weil Wind ist, unschwer zu erkennen an der schönen Wiese. Ja, und jetzt mache ich auch einen kleinen Nachtrag zu dieser Piste. Also da unten ist praktisch das Hauptstück des verlassenen Schlepplifts. Und wir befinden uns da jetzt gerade unmittelbar Nähe des Haselgrabens. Da hat man übrigens eine tolle Aussicht drauf. Ich bin da jetzt gerade das erste Mal auf der Wiesen. Also zur Orientierung jetzt kurz. Alles, was da aufgeht, sind wir schon Richtung Hemm und Söth, Kirchstark, Bade und Felden, Zwetter an der Rodel. Alles, was da hinuntergeht, ist schon wieder die Stadt Linz, Ufer. So, und da gibt es ein kleines Waldwegerl, das wo man halt schiefern könnte, wenn da ein Schnee liegen würde. Da auch, da haben sie einen kleinen Teil abgegrenzt. Und da kommt man dann schon langsam, aber sicher zur Einstiegsstelle des Schlepplifts. Alles natürlich sehr verwachsen. Seile sind übrigens gespannt worden. Also ich glaube schon, dass der noch in Betrieb ist im Winter, wann halt genug Schnee liegt, weil wie ich oben war, waren keine Seile gespannt. Also zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Aber ich denke nicht. Ja, und jedenfalls da war die kleine, aber feine Einstiegsstelle. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nirgends da dreht. Das war jetzt dann praktisch da die Hauptpiste. Man sieht es jetzt ein wenig schlecht, weil gegen das Licht filmt. Aber die ist wirklich sehr gut, sehr groß, sehr steil zum Fahren. Und der gesamte Schlepplift besteht eigentlich nur aus drei oder vier Stützen. Also es ist jetzt nicht so ein langer. Aber jedenfalls hier ist man früher im tiefsten Winter Ski gefahren. Es gibt natürlich jetzt in Kirchstark schon noch ein paar Lifte, die ja jährlich in Betrieb sind, wie es bei dem ausschaut, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das wollte ich nochmal gesagt haben, zur 18. Folge gehört das finde ich noch dazu. Und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.